Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefield 1. Wir spielen jetzt die Kampagne weiter und gehen jetzt mal ins dritte Kapitel. Alle wurden vom Krieg beeinflusst, selbst die entlegensten Winkel der Welt. Unsere Willenskraft ließ uns an Orten kämpfen, an die sich zuvor niemand gewagt hatte. Egal ob in den Alpen oder am Himmel darüber. Wir fanden einen Weg. Es hieß, der Krieg würde alle Kriege beenden. Aber ich frage mich, ob der menschliche Ehrgeiz und unser Zerstörungswille je enden werden. Ja, sicher eine berechtigte Frage zu der Zeit und auch heute. Ja, noch nicht endgültig mit, ja, einem Ende zu beantworten. Aber schauen wir mal. Okay, wir scheinen jetzt so eine Art Spezialeinheit zu spielen. Alles in Ordnung? Wir können jetzt den Kuchen anschneiden. Wow, die sind unglaublich. Ja, es war eine unglaubliche Zeit. Du hast gut ausgesehen in der Uniform. Nein, nein, das ist Matteo. Oh, natürlich. Tut mir leid, Papa, nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Nein, nein, schon gut, Tesoro. Es wird Zeit, dass ich dir alles erzähle. Es war bei unserer letzten gemeinsamen Schlacht. Kurz nach unserem 21. Geburtstag. Das Bataillon meines Bruders sollte eine Festung tief in feindlichem Gebiet einnehmen. Ich war nicht dabei. Ich war in einer Spezialeinheit mit einer anderen Aufgabe. Wir sollten Matteos Bataillon unterstützen. Es war eine stolze Einheit. Wir haben den Krieg verändert. Die Arditi. Okay, jetzt scheint sich das Spiel gefangen zu haben. Musste ich auf dem Berg Aber gerade eben alles sah das noch sehr ausschalten, unflüssig was aus. auf seine Einheit feuern konnte. Ich habe schon Angst um dich, wenn ich nur die Geschichte höre. Keine Sorge. Ich hatte eine Art Rüstung an, wie ein Ritter auf dem Schlachtfeld. Außerdem waren die Arditi stolze Freiwillige. Für Italien hätten wir alles getan. Am Anfang des Weges stand eine Kirche, in der sich feindliche Truppen verschanzt hatten. Die musste ich zuerst ausschalten. Okay, dieser menschliche Panzer steuert sich extrem anders als der Rest. Okay,
das war's. Ach ja. Also den zu spielen, das ist irgendwie... Ich weiß nicht, der steuert sich extrem komisch. Am Anfang des Weges stand eine Kirche, in der sich feindliche Truppen verschanzt hatten. Die musste ich zuerst ausschalten. Ich probiere jetzt mal die bisschen mehr zu umlaufen. Okay, wir sind jetzt auf jeden Fall schon mal weitergekommen als gerade eben. Kamen nur noch einige Fußsoldaten. Die musste ich noch erledigen, dann würde die Kirche uns gehören. Das, die Mission hier, also das Kapitel, ist jetzt mal ein bisschen anders. Das ist ganz interessant, dass er jetzt quasi die Geschichte, ich sag mal, eher nacherzählt, wo man die Erzählung spielt, weil sonst war man ja eher so, ja halt, drin. Hier war doch noch einer. Ja. Zur Festung vor. Ich musste dafür sorgen, dass er sie erreicht. Non fermiamoci! Avanti, coraggio! Okay, kommen wir hier drüber? Ja. Okay, hatte ich erst Bedenken wegen der Rüstung, je nachdem wie schwer die ist. Aber gut. Hier durch. Sieht sicherer aus. Vielleicht können wir nicht reinschießen, oder? So, dann stemmen wir hier mal hoch. Geschütz feuerte, waren Matteo und die gesamte italienische Offensive in Gefahr. Ich musste es einfach ausschalten.
gleich hier um die Ecke? Nee. Unsere? Da. Okay, die andere Seite hätte ich lang gehen müssen. Hier echt, also man fühlt sich schon ein bisschen wie so ein menschlicher Panzer in der Rüstung. Also man ist dann schon heftig ausgestattet. Okay, gleich sind wir da. Es gab nur einen Weg, meine Männer zu retten. Ich musste das Geschütz zerstören. Achso, wir haben die dann. Okay. 4, so. Achso, nee, mit rechts werfe ich, ne? Ja. Gut, dann werfen wir hier mal ein bisschen hin. Entferne ich mich. Und jetzt. Diese Explosion war für mich einer der schönsten Anblicke des ganzen Krieges. Aber noch war es nicht vorbei. Denn da war dieses Flugabwehrgeschütz auf dem nächsten Bergrücken, das unsere Flieger abschoss. Das war mein nächstes Ziel. So, dann schauen wir mal, dass wir das auch noch mitkriegen. Also mit wegkriegen. Ich musste zuerst die österreichische Besatzung des Geschützes ausschalten, um es selbst benutzen zu können. Die haben wir. Ich tötete den letzten Mann, aber dann hörte ich etwas, das ich nie vergessen werde. Matthäus' Einheit unter mir an. Also tat ich das einzig Mögliche. Ich stand allein gegen ein Geschwader feindlicher Bomber. Musste sie alle vom Himmel holen. Wir hatten keine Verstärkung. Während die
diese Männer gefallen, wäre unser Vormarsch zum Erliegen gekommen. Und ich hätte Matteo verloren. Nach den ersten Abschüssen nahmen sie mich natürlich aufs Korn. Aber ich musste Matteo beschützen. Also hielt ich die Stellung. Ich sehe gar nichts mehr. Ja, jetzt bin ich tot. Ja, das müssen wir nochmal machen. Erinnert mich ein bisschen an Star Wars Battlefront, wo man die TIE Fighter in den Türmen abschießen muss. Also ist von der Mechanik her irgendwie... Klar, die Waffe verhält sich ganz anders, aber... Geschwader feindlicher Bomber. So vom Gefühl her sonst... Wir hatten keine Verstärkung. Wären diese Männer gefallen, wäre unser Vormarsch zum Erliegen gekommen. Und ich hätte Matteo verloren. Nach den ersten Abschüssen nahmen sie mich natürlich aufs Korn. Aber ich musste Matteo beschützen. Also hielt ich die Stellung. Komm schon. Haben wir's? Nee. Ich glaube, das war's. Warst du hinter deiner Panzerung immer noch sicher? Ah, natürlich, klar. Da kam nichts durch. Aber dann drehten die Flugzeuge ab. Als ich aufstand, dachte ich, ich wäre gestorben und in der Hölle. Sie haben den Berg gesprengt, haben uns und sich selbst begraben. Oh Gott, Matteo. Ich musste ihn finden. Also ging ich runter in diese Hölle. Ich hatte keine Wahl. Ich musste Matteo finden. Er konnte überall sein. So, am Anfang, wenn das noch lädt. Guck mal, jetzt geht's wieder ab. Ganz am Anfang.
gibt's immer irgendwie so Ladeschwierigkeiten und so, dann laggt so ein bisschen. Wie ihr schon mal gesagt habt, die Framerate ist da meistens ja echt noch gut. Also so 60, 70 Frames meistens, vielleicht sogar etwas mehr als 70, aber trotzdem. Es fühlt sich nicht ganz so an. Aber ich hatte ja schon mal gesagt, ich hoffe, das wird nur gepatcht und sonst läuft es ja echt super. Also jetzt sieht man ja echt wunderbar. Also begann ich mit dem ersten Ziel, das ich im Nebel sah. Verbündete in Hütten verschanzt. Ich musste sie retten. Die blauen Punkte sind manchmal auf dem Hintergrund echt schlecht zu sehen. Also von der Bekleidung her sieht man auf Distanz nicht immer unbedingt den Unterschied. Bevor wir sie sahen. Panzerfahrzeuge, die aus der feindlichen Festung kamen. Aber du hattest deine Ausrüstung nicht mehr. In den Hütten gab es Kisten mit feindlichen Waffen. Die haben wir uns geschnappt und uns bereit gemacht. Echt gut, dass wir die nicht umbringen können. Hätte ich besser nicht versuchen sollen. Ach ja, ich sehe aber gerade die Zeit. Ich würde sagen, dann beenden wir das hier und dann machen wir in der nächsten Folge ja weiter. Ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, abonnieren, um die nächsten Folgen nicht mehr zu verpassen. Und ja, sonst würde ich sagen, macht euch noch einen schönen Tag, haut rein. Bis dann und tschüss.